So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle, Tribulus Let's Play. Heute nicht alleine. Heute mal wieder mit der Tribulotta, hallo. So, und ich habe mir gedacht, ich mache mal ein Let's angezockt zu dem Spiel World of Tanks. World of Tanks, was ist World of Tanks? Es geht natürlich um Panzer und ich habe schon mal ein bisschen angezockt und ich habe mir mal so ein Premium-Dingen für 3 Tage geholt und habe mir da schon mal ein Panzerjäger zusammengebaut. Ich habe so gut wie keine Ahnung von dem Spiel. Ich weiß nur, dass es sehr viel auf Strategie setzt und ich weiß, dass man hier halt irgendwelche Gefechte so machen kann und ja, das Ganze kann man natürlich auch als Pay-to-Win irgendwie zusammennölen und da geht er direkt auf den Desktop und da geht er schon wieder auf den Desktop. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen nicht, dass er auf den Desktop geht. Also, man kann sich Gold kaufen, man kann Gold tauschen, Erfahrungspunkte irgendwie umwandeln, ja, Premium halt machen. Und kann forschen. So, beim Forschen. Ich habe mich für die Deutschen natürlich entschieden. Sie lacht schon wieder. Also man fängt an hier mit dem, was ist das hier? Leichter Panzer, Leichttraktor. Leichter Panzer, Leichttraktor. Oh, was ist jetzt ein Lied raus, oder? Ja. 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 Ja, viel Spaß. So, mit dem fängt man halt an. Ja, den habe ich jetzt halt schon mehr oder weniger übersprungen. Und kann dann halt hier in Erfahrungspunkte sich eine bessere Waffe holen, einen Drehbahn, Drehturm, nochmal eine bessere Waffe, dann hier Funk, einen besseren Motor, bessere Ketten. Und das Ganze baut dann ineinander auch auf, habe ich dann so irgendwie erlesen. Also das bedeutet, man sollte schon bessere Ketten erst nehmen, weil ansonsten bringt der neue Motor nichts. Weil wenn die Ketten den neuen Motor nicht halten, ja dann, ja. Gut, wenn man dann den Forschungsbaum soweit erforscht hat, ja, kommt man halt in die nächste Stufe rein. Da gehen wir mal zurück hier. Die nächste Stufe wäre dann halt die 2. Stufe. Wer hätte das gedacht? Aus der 1 kommt die 2. was gibt es da dann alles Interessante? Ein Panzerjäger, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Selbstfahrlafette, das dürfte eigentlich leichtes MG sein, ne? Steht da mittlerer Schaden pro Schuss, Wirkungsbereich, bla. Okay, dann hier natürlich schwere Kampfpanzer. Nee, leichte Kampfpanzer. Oh, Kampfpanzerwagen. Aber oh, das wundert mich gerade. Ich hätte jetzt schwören können, 35T ist ein schwerer Panzer. Okay, habe ich mich geirrt. Panzer, Kampfwagen 2. Was haben wir hier unten noch? Den Kampfwagen 1. Ja, und das Ganze dann halt hier. Ausführung A und so weiter. Bis in die 50er rein. Meine ich, hat dieses Spiel World of Tanks in der Version 8.9, genau, Leopard 1, bis in die 50er rein kann man dort natürlich irgendwie alles Mögliche erforschen. Und mir wurde gesagt, da das Spiel aus Russland kommt, hat die UdSSR einen Vorteil allen anderen gegenüber. Die Macher sind wohl Russen und naja, die haben dann wohl natürlich ihren Panzer ein bisschen mehr Bums eingebaut. So, was man da jetzt alles so für Panzer nehmen kann und so weiter, ich habe da noch nicht besonders viel Ahnung von. Ich bin da selber noch ein bisschen am Lernen, aber ich wollte halt einfach mal so ein Let's angezockt, Let's Zeig herum machen. So, und zurzeit sind wir halt beim Panzerjäger 1, weil für den Marder 2, das der nächste wäre, fehlt uns noch Erfahrungspunkte. Wir haben Erfahrungspunkte 728 im Gefecht und freie Erfahrung 54. So, jetzt kann es natürlich sein, wenn wir jetzt, wir haben hier einmal so ein Gefechtstutorial, das man gleich zu Anfang machen kann. Sollen wir das mal machen? Mach doch einfach. Ja, ich mach das mal einfach. Ja. Gefechtstutorial, okay. Grüße. Auftrag, schließen Sie Gefechtstutorial für grundlegende Gefechtsfähigkeiten ab. Ungefähre Zeit bis zum Abschluss 5 Minuten. Sie haben schon eine Belohnung erhalten. Oho. Nein, sowas. Okay, gehen wir da einfach mal rein. Übungsgelände. Gefechtsübung. Befolgen Sie die Anweisung, um das Tutorial abzuschließen. Ja. Lädt. Willkommen beim Gefechtstraining. Moin. Hier lernen Sie, wie Sie Ihren Panzer steuern und gegnerische Fahrzeuge zerstören. Okay, habe ich so verstanden. Er sollte weniger Zigarre rauchen. So, Gefecht beginnt in jetzt. So, was soll ich machen? Richten Sie die Kamera auf das Militärfahrzeug neben Ihrem Panzer. Bewegen Sie die Maus nach links und rechts. Der Turm folgt Ihren Kamerabewegungen.
richten Sie die Kamera auf den Krankenwagen neben Ihrem Panzer. Fahren Sie zur angegebenen Position. Mit VASD. Und das muss ich sagen, das ist sehr cool gemacht, weil man kann halt richtig hier, ne, Wände über die Hochachse machen und der Turm bleibt in der gleichen Stellung. Also ich bewege die Maus nicht. Ich könnte jetzt den Turm halt auch entgegengesetzt irgendwie drehen. So, fahren wir mal zu dem Punkt dahin. So, das ist... Boah, puh, geschafft. Fahren Sie auf der Straße. Beschädigen Sie keine Gebäude oder Fahrzeuge. Das ist ja langweilig. Also ich soll nicht so... Na gut. In was für ein Fahrzeug befinden wir uns hier eigentlich? Das sieht aus wie Baruski. Hat einen Stern an der Seite, oder? Ich muss sagen, grafisch betrachtet doch ziemlich viel Liebe zum Detail. Ja, also für ein Free-MMO. Glückwunsch. Sie wissen jetzt, wie ein Panzer gesteuert wird. Fahren Sie zur Feuerstellung. Diese ist auf der Minimap am rechten unteren Bildrand markiert. Sobald Sie den Sumpf durchqueren, werden Sie bemerken, wie schwieriges Gelände, Geschwindigkeit und Beweglichkeit des Fahrzeugs reduziert. Alles klar, John. Wir machen uns da mal auf den Weg. So, ja, also wie gesagt, für ein Free-to-Play, muss ich sagen, ist es doch recht anständig, recht anschaulich gemacht auf jeden Fall. Auch so die Kollision. Also man kann ziemlich viel kaputt wichsen hier, habe ich schon festgestellt. Hier so ein altes Schild da. Pock, tschüss. Das hat nichts getan, aber da müssen wir erstmal einen Quadratmeter draus kriegen. Na okay. Wir fahren jetzt in die Feuerstellung. Ich besoff oder was? So, Feuerstellung. Da ist der Gegner. Richten Sie Ihr Geschütz mit der Maus auf den Gegner aus. Zielen Sie direkt auf den Gegner. Dieser wird rot umrandet. Zerstören Sie das Gegnerfahrzeug. Lassen Sie den Zielkreis kleiner werden, um genauer zu schießen. Sie müssen warten, bis das Geschütz nachgeladen wurde, bevor Sie erneut schießen können. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Glückwunsch, Sie haben Ihren ersten Gegner zerstört. Fahren Sie zur Feuerstellung. Diese ist auf der Minimap am rechten unteren Bildrand markiert. Ich bin doch schon in der Feuerstellung. Ach, die nächste Feuerstellung. Ja. Na gut. Dann fahren wir mal weiter. So ein bisschen Stacheldraht dürfte uns ja eigentlich nicht aufhalten, ne? Hält es auch nicht. Siehste, sag ich doch. So, was haben wir hier? Den nächsten Panzer. Und Vollbremsung. Panzer halt. Zerstören Sie das Gegnerfahrzeug. Warten Sie, bis der Zielkreis das Ziel erfasst hat, bevor Sie schießen. Also so. Noch kleiner geht ja nicht. Bam. Wir haben Sie nicht mal angekratzt. Ja, kein Wunder. Von vorne ist ein Panzer immer besser. Ja, was soll denn der Quatsch jetzt? Wir haben Sie nicht mal angekratzt. Fahren Sie in eine bessere Feuerstellung. Es ist immer schwieriger, die Frontpanzerung zu durchschlagen. Ja, normal halt, ne? Wenn er sagt, du sollst das spielen... Dann mach ich das der auch. Will dich verarschen. Ich merke das schon. Ja, das geht ja gar nicht. Ach so, vielleicht soll ich erst da reinfahren, bevor er... Das gibt's gleich wieder meckern. Zerstören Sie das Gegnerfahrzeug. Ziehen Sie auf die Seiten und das Heck. Das sind die Schwachstellen Ihres Fahrzeugs. Schalten Sie automatisches Zielen ein. In einem richtigen Gefecht muss man stets in Bewegung bleiben, um nicht leichte Beute zu werden. Automatisches Zielen erleichtert das Zielen in Bewegung. Automatisches Zielen. Zerstören Sie das Gegnerfahrzeug, während Sie sich bewegen. Also das heißt, Sie müssen nicht selbst zielen. Automatisches Zielen macht das für Sie. Ja, ist in Ordnung. Ja, aber der ist ja immer noch da. Ja, der müsste gleich weg sein. Aber guck mal, der Turm dreht sich jetzt automatisch mit. Also ich habe jetzt keine Hand am Dings. Ja. Aber wie werde ich das jetzt wieder los? Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Gute Arbeit. Fire forward. Sie haben ein schwergepanzertes Gegnerfahrzeug zerstört. Fahren Sie zur markierten Position und entdecken Sie den Gegner. Finden und zerstören Sie den letzten Gegnerpanzer. Find and destroy. Sie können Gegnerfahrzeuge nur innerhalb Ihrer Sichtweite entdecken. Verstecken Sie sich in den Büschen, um Ihre Position verborgen zu halten. Nutzen Sie Büsche und Laubwerk, um Ihren Panzer abzudecken. Beachten Sie, dass stehende Fahrzeuge schwerer zu entdecken sind. Verwenden Sie die Richtschützenansicht, um auf Ziele in großer Entfernung zu zielen. Ah. Automatisches Zielen ist bei sich bewegenden Zielen in großer Entfernung nicht wirksam. Okay. Schalten Sie es aus. Ziel verloren!
Zerstören Sie das Gegnerfahrzeug. Zielen Sie auf die Front des Gegners oder ein Stück davor, um einen sich bewegenden Gegner in großer Entfernung zu treffen. Also in Vorhalte, ne? Was? Immer schön in Vorhalte. Ja. War das noch bei Full Metal Jacket? Auch Frauen und Kinder kommt schon vor. Man darf nur nicht zu weit in Vorhalte gehen. Na, komm schon. Ja. Dun, dun, dun. Also das mit der Vorhalte, das... Na toll, jetzt dreht er da. Der Arsch. Also los. Der ging voll durch ihre Siehste? Panzerung. Ja, warum ist er nicht kaputt? Ja. Im Schaden erledigt. Glückwunsch. Sie wissen nun, wie Sie Ihre Position verbergen und in großer Entfernung Ziele bekämpfen können. Training erfolgreich abgeschlossen. Ach, ich hätte auch noch ranzoomen können. Ach, na toll. Hast du vorhin noch gemacht? Nee, ich hätte noch weiter ranzoomen können mit dem Mausrad. Fertig. Sie haben schon eine Belohnung erhalten. Ja, schauen Sie sich das Video-Tutorial an. Das könnt ihr dann gerne selber machen. Link zu dem Spiel findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. So, und dann würde ich sagen, machen wir doch mal ein echtes Gefecht gegen echte Menschen. Also es gibt hier noch die Einstellungen Zufallsgefecht, Zug. Das ist halt, wenn man mit zwei oder drei Spielern in einer Gruppe ist. Oder halt das Teamgefecht, Kompaniegefecht, Spezialgefecht. Teilnahme an Meisterschaften und Turnieren und Clankriegen. Ja, also ich nehme definitiv an der Meisterschaft teil, weil ich bin so gut nach einem Tag WOT, dass ich da definitiv dran teilnehmen muss. Unbedingt. Okay, Teamübung, Übungsgefecht mit manuell gewählten Verbündeten und Gegnern. Nö. Also ich würde sagen, wir machen einfach mal so ein Zufallsgefecht. So, und sollte ich jetzt, wie ich es erwarte, in der ersten Runde sofort draufgehen, werde ich das nicht schneiden, sondern ich werde die ganze Runde kommentieren und werde dann in dieser Perspektive, in der ich die Gegner mir angucken kann, werde ich dann halt da kommentieren. Es ist halt jetzt erstmal die erste Folge, es ist jetzt erstmal nur ein Let's angezockt, Let's guck herein und ja, mal gucken, je nachdem wie die Resonanz ist, mache ich da vielleicht sogar noch ein richtiges Let's Play draus. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ins Gefecht. Zufallsgefecht. Chaka. Und da geht's auch schon los. All diese Leute hier, all diese Menschen, wie der Edmund 15, die sind jetzt alle bei mir im Let's Play zu sehen. Oder der Lucifer Fox. Der Lucifer Fox, der wird mich bestimmt wegschießen. So, was haben wir hier? Wir haben jetzt hier unsere Fahne, die wir verteidigen müssen. Und da unten auf der Minimap sieht man so eine rote Fahne. Das ist die Fahne des Gegners. Ist halt so ein bisschen Capture the Flag-System. Oben rechts sehen wir die gegnerischen Panzer, 15 an der Zahl. Oben links sehen wir unsere Panzer aus unserem Team, ebenfalls 15 an der Zahl. So, dann sieht man oben noch die FPS, den Ping und so weiter. So, unten links sieht man noch den Chat und die, wie kaputt oder heil mein Panzer ist. So, dann würde ich sagen, fahren wir mal mit den ganzen grünen Jungs los. Mit den grünen Burschen. Also ich versuche mich hier mal so ein bisschen mit den anderen so, ne? Ja, einfach mal mitzuhalten. Ja, da hinten ist schon was, da ist was Rotes. Hilfe, Ayo, Ahoi, wat nur Ahoi. Alter, ich erstmal hier hinter so eine alte Deckung. Ja. Ranzoomen. Ah! Nein, 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 nein! Nein! Das war eine schnelle Runde. Ja, sehr schnelle Runde. Von wo kam denn der überhaupt? Wer war denn das? Irgendwie mit der... Das hier geht übrigens mit der Tabulator-Taste. Jetzt weiß ich daran ehrlich gesagt nicht, wer, also das kann ich wirklich nicht erkennen daran, wer jetzt den Abschuss bekam. Irgendwie kann man das, glaube ich, aber sehen. Keine Ahnung. So, gucken wir mal bei den anderen rein. Hier haben wir einen japanischen Panzer. Das sehe ich an dem Turm, an der Hoheitsflagge. Was haben wir hier? Das sieht aus wie, das ist was, Baruski? Ja. Roter Stern. Roter Stern, das ist der Stern des Südens. So, was haben wir hier? Hier haben wir irgendwie was artilleriemäßig, der deutsche Artillerie. Unter der Führung von Heinrich Himmler. Scotland Hero. Und dann mit einem deutschen Panzer. Ja. Verkappter Brauner, Alter.
So, was haben wir hier? Ein T1 Cunningham oder irgendwie so heißt das Ding. Oha! Ey, warum habe ich nicht so einen Panzer? Der ist ja geil. Der gibt ja richtig Salven ab. Jetzt ist man versteckt. Genau, das ist das Wichtige. Kurz mal raus aus der Deckung und dann wieder vor. Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Ja, und da hört man es auch. Kette wurde getroffen. Bei mir hat man es vorhin auch gehört, Bewegungsunfähigkeit. Ja, Bewegungsunfähigkeit, ich würde es eher sagen, bei Trivolo Spielunfähigkeit. Deswegen sind wir jetzt ja auch schon tot. So, was macht der hier jetzt? Mäht erstmal einen Baum um. Das ist doch hier nicht Minecraft. Lass mal Bäume fällen. Ist ein bisschen angespannt. Jetzt ist er weg. Ja, weil ich weitergeklickt habe. Was haben wir hier? Hier haben wir einen T-18. T-18, habe ich gehört, soll ein perverser Panzer sein, gerade so im Anfängerbereich. Der kann seine Kanone aber auch nicht um 360 Grad drehen. Und ja, das ist halt das Problem. Diese Türme, anfangs können sich definitiv irgendwie nicht um 360 Grad drehen, sondern irgendwie nur, da unten links sieht man das, den Wirkungsbereich der Kanone. Wenn ich das so ein bisschen drehe, dann sieht man das, sobald er über diese zwei Linien raus sind, oh, hier ist leider kein Mauszeiger. Sobald er über diese zwei Linien hinaus ist, dreht sich der Panzer mit. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch so ein T-18. Ich bin gerade ein bisschen still, weil mir war gerade so, als wenn es geklingelt hat hier bei uns privat. Ach, das ist mein Panzer. Ach, guck an. Nein, das war Ingame. Ach, da pingt irgendwie einer an der Minimap. So, hier haben wir den japanischen... Was ist das? D1? Oder Vodafone? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das so recht kommentieren soll, weil die Erfahrung in dem Spiel fehlt mir halt noch selber. Aber ich habe mir gedacht so, boah, man kann das ja mal machen. Ja. Also das ist meines Erachtens nach ein Artilleriepanzer. Meines Wissens nach about Zweiter Weltkrieg. Ich bin ja mehr so ein Nachkriegspanzer-Fan, Freund. Wie auch immer, wie man ja auch meiner Facebook-Seite entnehmen kann. So, das ist ziemlich langweilig hier bei den Jungs gerade. Da sehen wir doch schon einen Gegner. Oha. So, was ist das für ein komischer Panzer, den er hat? Ja, schön. Bumm, einmal gegengefahren. Ja. Und da war's das. Ja. Das war's für ihn. Der bewegt sich immer noch nicht. Ach, ist ja auch immer noch meiner. So, man sieht, wir haben noch 3 über und der Gegner hat noch 2 über. Und der hier, der läuft auch nur noch auf einer Kette. Der muss jetzt irgendwie kurz stehen bleiben. Dann wird die Kette, wenn er jetzt nicht beschossen wird oder selber, glaube ich, auch nicht schießt, wird die Kette nach einer Zeit repariert. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Naja, ich meine, das sind, ne, Zweiter Weltkrieg und so. Ja. Die brauchten ja auch irgendwie nur 50% Diesel im Tank und der Rest konnte dann irgendwas sein. Hauptsache es brennt. Deswegen liefen die russischen Panzer ja auch so lange, weil die haben dann halt Wodka reingekippt. Hatten denn zwar so ein bisschen Wodka-Notstand. Ja, wir trinken schon Wodka. Wodka. Und ja, da ist die Runde gelaufen. Wir haben gewonnen. Beziehungsweise das Team hat gewonnen. So, da ich jetzt Premium bin, kriege ich ein bisschen mehr Kreditpunkte und ein bisschen mehr Erfahrung. Mal 2 sogar für den ersten Tagessieg. So, da können wir jetzt noch einen ausführlichen Bericht uns angucken. Schüsse abgegeben haben wir 1. Direkte Treffer 0, Flächenschaden 0, Wirkungstreffer 0, Schaden 0. Treffer erhalten 13, Wirkungstreffer davon 10. Nicht durchschlagene Treffer 3. Potenziell erhaltener Schaden 156. Gefahren sind wir 300 Meter. Ja, erhalten haben wir halt 3849 Reichsmark, Strafe und Schaden Verbündeter haben wir nicht. Erstattung von Verbündeter verursachter Schaden auch nicht. Also das heißt, Friendly Fire ist immer aktiv und Friendly Fire ist nicht gut.
So, Fahrzeug automatisch reparieren, 300 Reichsmark. Munition automatisch nachfüllen, 16 Reichsmark. Verbrauchsmaterial auffüllen haben wir nix. Und gesamt haben wir ein Plus gemacht von 3.533 Reichsmark. Anfangszeit 20:08 Uhr. Das kommt ungefähr hin. Gefechtsdauer waren 5 Minuten. Fahrzeug ausgefallen nach 41 Sekunden. Ich habe nicht mal eine Minute überlebt. Ja. So, Erfahrung haben wir dann hier noch. Das wäre das, was ich erhalten würde ohne Premium. Und das hier ist jetzt halt, weil ich für 3 Euro irgendwie da 3 Tage Premium genommen habe. Nee, was war das? 2 Euro und ein paar Zerhackte, habe ich glaube ich gesagt, ne? Also 118 Erfahrungspunkte mal 2 das Ganze wegen dem ersten Tagessieg. Insgesamt 236. Komme ich nochmal darauf wegen automatisch? Hier im Lager war das, glaube ich. Nee, Nachschub. Wo habe ich denn das? Zur Kaserne. Nee, das ist Verkaufen. Module, Granaten, Zubehör. Verbrauchsmaterial. Komme ich da jetzt gar nicht hin? Was suchst du da? Verkaufen, Forschung, als Reservefahrzeug. Ach nee, hier unten, Wartung. Hier habe ich eingestellt bei Reparatur automatisch reparieren, dann repariert er die Kiste automatisch immer wieder. Dann Munition habe ich halt auch automatisch nachladen, damit wir nicht mit zu wenig Munition vom Felde fahren. Habe ich halt auch gewählt. So, dann haben wir hier noch die entsprechende Munition. Da kann man dann halt noch Hartkerngeschosse sich zukaufen, entweder hier mit Gold oder mit Silber. Silber ist dann halt immer ein bisschen teurer. Lohnt aber nicht, weil wir müssten dann theoretisch hier weggehen und können dann erst hier hochexplosiv nehmen oder eben was anderes. Warte mal, hochexplosiv. Wie viel habe ich dann hiervon? 53 und 31. Ich mache das mal spaßeshalber. So, denn Verbrauchsmaterial, da können wir dann halt auch noch irgendwas zukaufen. Also mehr Benzin oder kleiner Erste-Hilfe-Kasten. Ja, Ersatzteile, Handfeuerlöscher, all so ein Shit-Kram. Kann man da noch zusätzlich mit einbauen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder und ich mache dann gleich im Anschluss mache ich nochmal ein zweites Gefecht und morgen gibt's dann halt nochmal ein zweites Gefecht. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss. Tschüss.